Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Top 10 Video. Heute geht es um die Augs. Wir gehen wie immer von Platz 10 hoch auf Platz 1 und legen direkt los. Auf meinem 10. Platz befindet sich die Aug Wings. Ich denke, es ist klar ersichtlich, warum dieser Skin hier in das Top 10 reingerutscht ist. Schaut euch diese wunderbaren Flügel an, hallo. Ich glaube, bei der Aug gab es keine allzu große Auswahl. Dieser Fakt macht den Skin jetzt aber nicht hässlich oder unhässlich. Einfach Platz 10, Wings, toll, hoppala. Weiter geht's. Aber erst noch der Preis. Hey, 74 Cent. Kostet dieser wunderbare Skin. Auf meinem 9. Platz befindet sich die Aug Aristokrat. Die kostet mit ihren 93 Cent gar nicht so viel, wie man von ihrem Namen erahnen könnte. Sie sieht aber schon nach deutlich mehr aus. Also wenn sie echt wäre, ne? Als Skin würde ich nicht viel dafür bezahlen, nee. Die Verschnörkelungen sind ganz schick. Der blaue Hintergrund lässt den ganzen Skin irgendwie noch adeliger aussehen. Blaues Blut, ihr wisst schon. Wie gesagt, 93 Cent. Ja, naja. Blau und Silber. Die Ricochet liegt auf dem 8. Platz. Aug Ricochet. Ricochet. Wem diese Farben zusagen, der hat ja auch ganz klar gewonnen bei der Waffe. Mir fällt der Name gerade nicht ein von der Farbe. Schnell. Türkis. Das ist Türkis, ne? Ja, ja. Oder das ist Petrol. Ne, Türkis. Schön verworren da drin. Es ist wirklich eine wahre Pracht. 96 Cent. Die Frage ist an sich bei den Augs, wer alles Aug spielt. Spielt ihr Aug? Ich kenne kaum jemanden, der die Aug spielt. Wallen spielt sie sehr gerne. Random Rambo spielt sie scheinbar auch sehr gerne. Oder verwechsel ich es gerade mit der Krieg? Ne, die Aug, ne? Ja. Die Waffe wird von ein paar wenigen tatsächlich gerne gespielt, aber ich kenne doch insgesamt sehr wenige, die die Waffe oft spielen. Ne? Auf dem 7. Platz liegt die Anodized Navy. An sich ein extrem einfacher, schlichter Skin. Mit den Shadern und diesen leichten Kratzern darauf wirkt er aber ultra nice. Also gerade weil Blau halt auch eine recht schicke oder angenehme Farbe ist, auch im Kampf natürlich, ja. Damit kannst du den Gegner nicht blenden, ganz klar. Für 7 Euro ist der Skin aber doch deutlich zu teuer. Ich finde, da müsste man schon ein richtig krasses Logo oder ein Bild, was Gemaltes, eine Grafik. Ja, nackte Frauen, angezogene Frauen, nackte Männer, damit die Frauen auch was haben. Oder Männer, die drauf stehen. Aber einfach nur blau für 7 Euro. Wohl kaum. Auf meinem 6. Platz liegt die Aug Hot Rod. Ich weiß alle direkt wieder, oh, die Hot Rod hast du bei irgendeiner anderen Waffe nicht drin gehabt, weil du sagst, dass Rot dir nicht so gut gefällt. Rot ist jetzt auch nicht der Überbringer. Aber hier drauf, leck mich am Arsch, du. Ah, Praline. Es gab auch nicht so eine extrem große Auswahl und in Bezug auf die bisher erschienenen Skins ist die Hot Rod natürlich sick. Ein wunderbar schicker Skin, da kannst du gar nichts sagen. Ne? Kostet halt auch 82 Euro, da kannst du schon einiges für hinblättern. Und dafür wiederum... Nein. Ich würde jetzt für den Skin, wenn ich ihn kaufen müsste, 1 Euro bezahlen. Und wenn ich sage, komm, was soll's. Ich habe heute die Spendierhosen an. Aber 82 Euro. Das sind irgendwie 81 Euro zu viel. Naja. Und jetzt schaut euch doch mal diesen wunderbaren 5. Platz an. Eine Aug Torque. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Torque, Torque, Torque. Aus der Türkei eben. Ich wusste nicht, dass es diesen Skin auch auf einer anderen Waffe als auf der USP gibt. Habe ich schon mal einen anderen Torque-Skin gehabt? Nee, ne? Nie, glaube ich. Das ist der 2. Torque-Skin, den ich jemals gesehen habe. Und falls doch, erinnere ich mich einfach nicht mehr dran. Der sieht richtig geil aus auf der Waffe. Der passt optimal, oder? Guck ich das mal an. Guck mal, hier sind sogar 3 kleine... Dreiecke, dass du nach hinten drücken musst und nicht den Trigger rausziehen musst oder so. Es gibt ja so ein paar Hohlbohrer, ne, die, naja. 1 Euro kostet das Gerät. Ist es jetzt gut oder, ich weiß es nicht, ne? 1 Euro. Auf dem 4. Platz folgt nun die Aug Fleet Flock. Auf den ersten Blick sieht sie gar nicht so extrem nice aus, aber dann, wenn man die Vögelchen mal erkannt hat, ne, und die Wolken im Hintergrund, so leicht japanisch angehaucht. Nice. Für die würde ich jetzt komischerweise weniger bezahlen wollen, wie für die Torque oder die Anodized Navy oder auch die Hot Rod, aber ich finde sie trotzdem geiler. Der Skin fällt nicht so schnell ins Auge, weil er eben insgesamt matt ist oder matter. Eher auch einfarbig. Das Ganze wirkt von weiter weg wie eine Farbe mit ein paar Klecksen drin. Aber es muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Oder minderwertig. Es ist halt einfach eine andere Form, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hyperbeast nimmt, die ist ja total hell und farbenfroh und ganz viel Kram drauf. Und das ist eher so ein bisschen was für die gemütlicheren Gemüter, ne? Für 4 Euro kann man sich diesen Skin kaufen. Ah, ein bisschen viel. Jetzt kommen wir in die Top 3. Ihr könnt also raten, was auf dem 3., 2. und 1. Platz ist. Ich glaube, dieses Mal wird es euch extrem schwer fallen. Mir ist es auch sehr schwer gefallen, denn ich kannte 60-70% der Skins noch nicht, als ich diese Top 10 Liste gemacht habe. Ich habe CS:GO Stash ganz frisch aufgemacht und mir die Liste angeschaut. Ich dachte mir, wey. Genau so habe ich mich angehört. Wey. Also, struggelt ein bisschen. Ihr habt kurz Zeit. Zeit ist um. Der 3. Platz. Die Sid Mead. Es wirkt wie eine Weiterentwicklung der Torque, nur in ganz bunt. Und übertrieben detailliert. Richtig Future, Spacey, Tracky, Freaky, Togolino-Waffe. Auch so ein bisschen Hello Kitty. Aber schon... Togo. Für 4,26 Euro? Ich kann es ganz schwer einschätzen. Es erinnert mich so ein bisschen an Unreal Tournament auch irgendwie. Aber vielleicht habe ich da auch nur verschwommene Erinnerungen. Und die kannte ich zum Beispiel auch gar nicht, ne? Ich habe mir die Liste angeschaut und dachte mir, wow, well, what the fuck, dude? Naja, Schluss aus. Und weiter es geht. Die Chameleon liegt auf meinem 2. Platz. Ich denke, da muss man nicht viel zu erklären. Guckt euch das Chameleon an, schaut euch
diese wunderbar gemalte Geschichte an. Nice. Ich hab's einfach mit Tieren. Wisst ihr ja. Wenn da was Tierisches drauf ist, so wie vorhin bei den Vögeln, da muss ich einfach, da kann ich nicht widerstehen. Auch wenn jetzt der Rest von der Waffe eher fast schon langweilig aussieht, haut es das ja halt ultramäßig raus. Gerade weil es so unfarbenfroh ist hier außenrum. Hier irgendwelche komischen, keine Ahnung, entweder soll das Wasser sein oder eine Hecke. Hier sind ein paar Mücken. Das Chamäleon fängt diese Mücken, es isst sie, es scheidet sie dann in Form von Kot aus, lebt dann sein Leben weiter. Weiteres könnt ihr auf National Geographic erfahren. Schöner Skin. 2,23 € sind in Ordnung für den Skin. Da hätte man auch mehr verlangen können. Aber hat das zum Glück nicht gemacht. Da ist auch noch eine Mücke hier hinten. Die raped es gleich von hinten. Shit. Platz Nummer 1 ist nun im Anrollen, meine Damen und Herren. Und da kommt er. Der erste Platz, die Akihabara Accept. Ich musste mir kurz den Namen durchlesen. Ich habe das hier fast nicht erkennen können. Guck mal, warte mal. Ihr seht das nicht, ne? Scheiß drauf. Ich konnte Akihabara Bums gar nicht richtig lesen. Das ist mein erster Platz. Der Skin ist extrem geil gestaltet. Man kann nachvollziehen, dass dieser Skin mein erster Platz ist, denke ich. Und einen recht hohen Preis kann man auch nachvollziehen, aber nicht in der Höhe. Dieser Skin kostet 695 €. Diese FN-Version wurde mir jetzt eben sogar auf Steam für 1.164 € angeboten. Das ist schon wirklich scheiße teuer. Viel zu teuer. Für den Skin jetzt, es ist schon echt ein schöner Skin, er ist wirklich richtig geil gemacht und ja, bla bla bla. Aber 695 € bzw. 1.100 € ist wirklich übertrieben. Stark übertrieben. Da sind wir sicherlich alle der gleichen Meinung, dass es schon ein schöner Skin ist, aber so viel Geld, mein Freund und meine Freundin, am Arsch. Und das war's auch schon wieder mit dieser Top-10-Liste. Ihr könnt natürlich wie immer gerne eure eigenen Top-10-Listen schreiben oder eure Top 5, Top 3, Top 1. Wie auch immer, so viel Zeit und Muse, wie ihr eben habt. Ich freue mich über alle Einsendungen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sagt es mir doch einfach. Haltet sowas nicht immer zurück. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.